wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Camper. Ein kleines Sonntagsvideo aus Dingesbühl. Wir stecken mitten in unsere Vorbereitungen, aber dennoch haben wir natürlich auch in der Werkstatt noch unheimlich viel zu tun. Und ja, da zeige ich euch mal wieder ein paar Kleinigkeiten. Hier haben wir ja noch einen Tournee stehen, der wird am Montag ausgeliefert. Das hatte ich ja in meinem letzten Video schon gesagt, dass wir den absolut durchgetestet haben. Da passt alles, den haben wir fix und fertig. Da sind wir auch soweit durch, alles montiert. Jetzt wird er außen nur gewaschen. Das machen wir aber am Montag früh, weil am Montagabend wird er geholt. Und dann geht dieses Fahrzeug raus. So, hier haben wir jetzt einen hübschen Pössl stehen. Ein Summit 600 Plus. Und was wir hier verbaut haben, da nehme ich euch jetzt gleich mal mit. Hier haben wir unseren Maxvan, den wir hier verbaut haben. Relativ einfach. Wir haben hier die vorhandene Dachluke rausgemacht, haben natürlich hier den Maxvan eingebaut. Die Schwierigkeit bzw. die Herausforderung beim Maxvan-Einbau ist ja eigentlich immer die Kabelführung, weil was bei uns halt einfach nicht geht, ist hier irgendwo einen Kabelkanal hinzumachen. Das ist ein absolutes No-Go. Also gehen wir hier zwischen der Isolierung mit einem ganz dünnen, Draht oder beziehungsweise Kabel hier durch und versuchen natürlich hier dann das Kabel wieder rauszuholen. Das haben wir jetzt in dem Fall so gelöst. Hier oben sind wir dann rausgekommen. Da machen wir dann hier ein kleines Löchlein rein, dass man nichts sieht, und führen dann den Kabelkanal hier seitlich runter, wo wir dann sauber mit dem Kabel hier durchkommen. Und hier hat man schon eine Vorbereitung, wo schon von der Elektrobox dementsprechend die Klimavorbereitung war. Und da waren schon Kabel drin gelegen, somit konnten wir die gleich nutzen und haben die natürlich angeschlossen. Das war jetzt in dem Fall sehr gut. Im Normalfall müssen wir dann von hier natürlich noch einen Weg finden, hier am Badezimmer vorbei und dann hier vor unter die Dinette, weil da haben wir dann die Elektrobox. Aber in dem Fall ging es eben so. Jetzt ist auch Strom drauf, dann leuchtet die LED-Beleuchtung. Fernbedienung liegt jetzt vorne. Wie er funktioniert, wisst ihr. Einfach hier auch manuell zu bedienen. Macht mal auf und schon legt er los. Also richtig Zoff drauf. Der ist jetzt natürlich auf volle Pulle eingestellt. Hier kann man dann dementsprechend auch regeln. Das Tolle an dem Maxvan, immer wieder zur Erklärung, ich kann die Luft eintragen ins Fahrzeug, genauso wie ich sie nach außen saugen kann, indem ich jetzt einfach auf Kehrt schalte, dann bleibt er kurz stehen, dreht einmal rum, dann bläst er mir hier nicht ins Gesicht, sondern saugt die Luft nach außen, zieht die durch, ja, Türen, Fenster, wo er es herkriegt, die Luft an, und somit habe ich im Fahrzeug immer eine angenehme Luftbewegung. Und warum ist der Hype so groß von so einem Maxvan? Ganz einfach, weil dieses Ding einfach Tag und Nacht autark zu verwenden ist, weil der kleine Motor, der da drin ist, der braucht nicht viel Strom, läuft auf 12 Volt und ist relativ simpel vom Handling her, und das ist einfach schlichtweg das Schöne. Und noch ein riesen Pluspunkt, man kann ihn halt auch beim Regen verwenden, das heißt, dadurch, dass eine Haube drüber ist, das zeige ich euch jetzt gleich auf dem Dach oben, haben wir den großen Vorteil, dass selbst wenn es regnet, so bei Witterungen wie heute, überhaupt kein Problem. Gibt ja oft in Kroatien am Gardasee oder wo auch immer, es ist sehr warm, trotzdem regnet es, aber überhaupt kein Problem. Die Haube, wo drüber geht, schützt das Ganze, und dazu gehen wir jetzt einfach mal kurz aufs Dach. So sieht das Ganze von oben aus, wenn er hochgefahren ist, und ihr seht hier auf der Seite unterhalb ist die ganze Lüftungsgeschichte, wo es jetzt rausbläst. Selbst wenn es regnet, haben wir den großen Vorteil, dass hier immer die Haube drüber ist und somit nichts passieren kann. Es kann nicht nass werden und es regnet ja nicht von unten nach oben. Selbst wenn es vom Dach abbratzelt, ein bisschen hochspritzt, es reicht nie bis ganz nach oben. Und somit kann man den eigentlich wirklich bei allen Wetterlagen gut nutzen. Die Dachhaube ist jetzt hier im Klarglas. Die gibt es natürlich noch in verschiedenen Weiß, Schwarz und so weiter. Aber
Hier haben wir Klarglas, was wir hauptsächlich verwenden. Fügt sich ja auch gut ein zu den anderen Hauben hier am Dach. Man hat auch noch genug Platz, wenn man mal eine Solaranlage montieren möchte. Und ja, wesentlich effektiver wie jede Klimaanlage und kann man einfach top nutzen und macht richtig Spaß bei jedem Wetter. Und vor allen Dingen das Wichtigste für mich, auch autark zu nutzen. Weil im 12-Volt-Bereich haben wir auf alle Fälle alle Strom und somit kann man hier ohne Probleme das Ding nutzen, bequem mit der Fernbedienung ein- und ausschalten. Und er schafft es tatsächlich auch bei heißen Temperaturen eine Senkung von der Temperatur in dem Innenraum, gerade in so einem Van, in so einem Kastenwagen von, ich würde jetzt mal sagen, bestimmt 3 Grad, wo er runter regeln kann. Was ich auch schon gesehen habe und haben wir persönlich noch nicht verbaut, aber was auch eine tolle Sache ist, wenn man natürlich ein größeres Fahrzeug hat, sich 2 Maxvan einbauen zu lassen, immer noch wesentlich günstiger wie eine Klimaanlage, auch weiterhin autark zu betreiben. Der eine trägt ein, der andere trägt aus die Luft und so kriege ich einen wunderbaren Luftaustausch rein. Auch das ist eine Riesenmöglichkeit, um in die Autarkie das Fahrzeug durchzulüften. Gerade wenn man Hunde hat oder auch selber nachts schlafen will, ist das halt einfach perfekt. Ja, so viel zum Thema Maxvan. Was haben wir noch die Woche? Da steht noch einiges auf dem Programm für uns im Event. Hier draußen steht noch ein nagelneuer Tournee, den haben wir angeliefert bekommen. Den müssen wir jetzt vorbereiten, da fangen wir am Montag gleich an. Dann haben wir drüben noch einen voll integrierten stehen, der kriegt noch einen WCS-Ladebooster. Dann haben wir eine Truma-Geschichte, da müssen wir Truma-Heizung ausbauen. Und da hole ich euch dann auf alle Fälle auch gleich wieder dazu, wenn wir da anfangen. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich mein Sorgenkind hier stehen. Das ist eine Diesel D6 und die macht keinen Zucker mehr. Wir werden jetzt das Ganze nochmal prüfen, auslesen und dann nochmal feststellen, was da die Thematik ist. Bei Dieselheizungen haben wir nämlich eine kleine Problematik oder ich sage jetzt einfach mal ein Thema. Und die Vermutung liegt mir hier sehr nahe. Wenn wir eine Dieselheizung verbaut haben, egal ob es eine Diesel-Luftheizung, Zusatzheizung ist von Ebersbecher, Planar oder Webasto, Planar ist es ja nicht mehr, sondern ich glaube Airtime, oder wir haben eben eine Truma-Dieselheizung oder die D6, ist eins ganz wichtig. Wir müssen diese Heizungen immer wieder, ich sage immer dazu, freibrennen. Wenn wir uns einmal zurückerinnern in den 80er, 90er Jahren, wenn man so einen alten Golf Diesel gehabt hat und man hat den nur im Stadtverkehr gefahren, hat sich das Ding ja immer mehr zugesetzt. Und dann ist man auch mal wieder auf die Autobahn, um das Ding einfach mal wieder frei zu fahren. Und exakt genauso handhaben wir das oder sollte man das hier handhaben mit den Dieselheizungen. Die Schwierigkeit ist, wenn wir die immer nur auf Halbgas laufen, also nehmen wir mal an, man stellt hier einfach nur mollige 23 Grad ein und lässt die einfach immer so durchlaufen und das über längere Zeit, über Monate, vielleicht auch über Jahre. Durch dieses ich laufe immer nur auf Halbmast, bleiben zu viele Rückstände im Brennraum. Der Glühstab verrußt, der ganze Brennraum wird dicht und irgendwann sagt die Heizung, nein, ich kann nicht mehr. Das ist einer der Hauptgründe, warum Heizungen ausfallen. Und nach der Thematik, wie mir der Kunde das beschrieben hat, glaube ich auch, dass hier der Fall so anliegen wird. Aber ich habe jetzt hier mal unser Testkabel angelegt und wir werden jetzt das ganze Thema mal auslesen. Wir haben nämlich hier ein Auslesegerät von der Firma Truma, wo man das Ganze dann auslesen kann. Man schließt das Ganze am PC an. Ohne Computer geht ja heute gar nichts mehr. Und da lesen wir jetzt miteinander einfach mal die Heizung aus, um dass wir sehen, was da passiert. So, wir sehen jetzt hier also, gefunden hat er die Heizung. Das heißt, Strom liegt an, die Platine arbeitet. Es ist eine Kombi 6 kW Heizung und hier sehen wir schon die ersten Fehler. Fehler 52 leuchtet hier auf. Und jetzt können wir gleich einmal prüfen, was hier alles Sache ist. Also die Maßnahme 1, Fehlerbeschreibung, erst einmal auf die Fehlerbeschreibung.
Sicherheitszeit ist überschreitet, dann muss man die Kraftversorgung prüfen, dann müssen wir die Neigung von der Pumpe prüfen, dann müssen wir für die Verbrennungsluftansaugung prüfen und da kommt schon die Thematik näher, weil Rohrkamin durch freien Durchgang prüfen, das heißt, er kriegt keine Luft, Stecker am Steuergerät prüfen und Gerätekombi-D-Glühstifter haben wir die Thematik, Maßnahme 3, Glühstift prüfen, tauschen, Pin 3 gegen Pin 6 und bla bla bla. Und hier haben wir es stehen. Ich gehe mal rüber. Zack. Brennkammer auf Verrußung prüfen und gegebenenfalls austauschen. Und genau da liegt meiner Meinung nach die Thematik. Und das wird das Hauptproblem sein, warum die Heizung nicht mehr mag, beziehungsweise warum sie nichts mehr tut. Also, jetzt gehen wir mal in den Live-Display, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, das Ding hier fernzusteuern. Da schauen wir mal, was er denn überhaupt hier macht. Jetzt verbinden wir die ganze Thematik noch einmal. Da hole ich euch jetzt gleich noch mal mit. Kleinen Moment. So, nach 45 Minuten. Seht ihr jetzt, dass ihr nichts mehr seht? Die Heizung ist herausen. Ist natürlich bei der Dieselheizung ein bisschen komplex, weil man die ganzen Spritleitungen vorsichtig trennen muss. Dann zwei Abgasleitungen, sprich Zuluft und Abgas. Die ganze elektrische Verbindung sauber trennen muss. Und natürlich immer dabei aufpassen, dass man nichts kaputt macht, dass alles passt. Also es ist ein bisschen tricky, das Ganze. Vor allen Dingen hier hinten waren die Schrauben, da kommt man von oben nicht hin und von unten auch nicht wirklich. Aber egal, wir haben es geschafft. Hier liegt sie und hier haben wir sie jetzt ausgebaut. Ja, und jetzt werden wir es vorsichtig auseinanderlegen und werden dann gucken, was jetzt hier eigentlich das Problem ist. Wir werden alles sauber durchmessen, werden alles sauber reinigen und jo, da machen wir dann einen zweiten Teil dazu, weil sonst wird das Video jetzt hier zu lang. Da schaue ich dann, was dann letztlich wirklich die Ursache war und dann nehme ich euch natürlich mit und lasse euch teilhaben, zeige euch mal, wie das grob funktioniert. Aber es ist schon wirklich ein Act. Und wenn man dann mal versteht, wie lange man braucht, bis man sowas ausbaut, bis wieder eingebaut ist, also da kommen echt Kosten zusammen. Drum wirklich, Leute, immer aufpassen. Ich kann euch nur immer wieder den guten Tipp geben, lasst eure Dieselheizungen mal frei brennen, schaltet sie mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an, volle Power auf höchste 30 Grad oder höchste Stufe und dann wirklich richtig, richtig brennen lassen. Und gerade in den Heizperioden immer wieder mal wichtig, damit das Ding wieder richtig frei brennt. So, in diesem Sinn habe ich nur eine Kleinigkeit für unseren Event zu sagen. Hier haben wir noch erst einmal noch ein Hümer stehen, den wir jetzt kommende Woche verbauen. Der kommt aus Österreich. Hier haben wir noch ein Tournee stehen. Das ist ein Neufahrzeug, den müssen wir aufrüsten, damit er ausgeliefert werden kann. Hier haben wir jetzt den Rollerteam stehen, wo wir die Heizung gerade rausgemacht haben. Den blauen Tournee, der wird ja am Montag übergeben, den habe ich gerade rausgefahren. Und also ihr seht, wir haben jede Menge Arbeit. Drüben auf dem Platz stehen auch noch weitere Autos, die kriegen noch Ladebooster und so weiter. Der hier ist nagelneu, ein wunderschöner Hümer. Der hat hier eine ganze Litanei an Zubehör. Also was verbauen wir hier alles? Hier machen wir rein ein Wechselrichter, 3000 Watt Kombi, die 3200, ein Ladebooster, 60 LBR von WCS, dann machen wir rein ein ActiveWire, die vom WCS die Solaranlage mit MPPT-Regler und so weiter. Dann verbauen wir hier eine Cinderella-Toilette, eine Klimaanlage Avenda Comfort. Also hier ist richtig was zu tun an dem Gerät. Da freuen wir uns drauf, da haben wir richtig Arbeit. Wechselrichter, Booster, Alarmanlage kriegt er noch von Titronic, genau. Dann machen wir noch Alarmanlage rein. Also richtig, richtig gut zu tun. Da freuen wir uns drauf.
Ja, Kühlschrankrichter noch, genau. Einen nagelneuen Kühlschrank. Und da, jetzt kommt das, was ich noch sagen möchte zum Event. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das habe ich auf dem Camper Tobi sein Kanal schon angedeutet. Dieser Kühlschrank, den wir hier ausbauen. Und da gehen wir jetzt mal kurz miteinander rein. Den darf ich euch mal kurz zeigen. Machen wir mal schnell Licht. Mal gucken, ob ich das hier jetzt reinkriege. Zack, zack. Genau, da ist er. Ein Tedford. Hier haben wir ihn. Funkelnigelnagelneu. Also das Auto ist ja funkelnigelnagelneu. Also die ganzen Kilometer, wo da drauf gefahren sind, sind nur hier drauf gefahren, weil die Kunden einmal zu uns zur Besprechung gefahren sind und des Zweiteren, weil sie das Auto hier wieder hergebracht haben, ist ein nagelneuer Absauberkühlschrank. Und das sind ganz, ganz liebe Leute und die möchten den uns überlassen, den Kühlschrank, und wir werden den veräußern. Wir werden da eine Versteigerung machen, weil dieses Geld von diesem Kühlschrank, was hier übrig bleibt oder was hier erworben wird, beziehungsweise was hier ja, ersteigert wird, geht eins zu eins an die Flutopfer. Da werden wir eine große Spendenaktion machen und eben den Erlös hier wirklich eins zu eins für die Flutopfer entsprechend der Katastrophe in Deutschland spenden. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an den lieben Spender, an euch zwei. Ich weiß, ihr seht das Video bestimmt und es ist mega, mega lieb von euch, dass ihr das gemacht habt. Und genauso verbauen wir hier ja eine Cinderella-Toilette und auch dieses werden wir versteigern. Es ist hier eine ganz normale Kassettentoilette. Ihr seht's, auch nagelneu, noch nie benutzt, weil wie gesagt, das Fahrzeug nagelneu ist. Und auch die werden wir ausbauen und hier eine Cinderella einbauen. Und auch hier werden wir entsprechend die versteigern und da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Also der Erlös geht eben eins zu eins an die Flutopfer. Weil die können aktuell jeden Cent brauchen und ich finde es auch ganz toll, dass hier schon mehrere Kollegen von uns aufgerufen haben, wie zum Beispiel der WCS und so weiter. Und hier möchte ich auch nochmal mich anhängen. Auch wir werden an unserem Event eine Sammelbox aufstellen und jedes wirklich mitgebrachte kleine Geschenk oder sonst was für die Flutopfer ist herzlich willkommen und bedanken wir uns ganz, ganz arg. Jo, so viel zu unserem Event, so viel zu dem, was wir hier alles vorhaben, so viel zu dem, was wir alles umbauen die Woche noch. Also auch hier haben wir wieder richtig hektisch zu tun. Da freuen wir uns schon wieder richtig drauf, weil das echt tolle Projekte sind hier, was wir hier bauen. Tolle Geschichte. Und ja, in dem Sinn, euch alles Gute. Bleibt gesund, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr alle kommt oder die, die kommen. Da freuen wir uns schon richtig groß drauf. Wir sind auch schon fleißig an den Vorbereitungen, das läuft. Und dann dürfen wir euch in einer Woche endlich herzlich willkommen heißen. Super, in dem Sinn, über einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich, genauso wie über jeden weiteren Abonnenten. Schreibt es ruhig in die Kommentare, was ihr für Anregungen habt, was ihr so denkt. Da freuen wir uns auch immer drauf. Wir lesen die auch immer alle und soweit es geht, werden die auch natürlich beantwortet. Auf alle Fälle. Ja, in dem Sinn, ganz liebe Grüße, eine Sonntagsgrüße aus Dinkelsbühl. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.